So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Das ist ein Intro, was ihr zweimal sehen werdet zur Hensler Pizza. Ich hoffe, es ist auch die Hensler Pizza, denn Bierschanga hat mir letztens ein Bild geschickt. Im Familia hat sie eine Hensler Pizza gesehen. Ich habe noch gar nicht mitgekriegt, dass es diese überhaupt gibt von Grill den Hensler. Der hat Pizza gemacht, 4 verschiedene Sorten und sie kam auf die glorreiche, geistreiche Idee. Ich schicke dir mal ein Paket und pack dir alle 4 Sorten rein. Jetzt kam das Paket an. Sie hat es am Donnerstag losgeschickt. Am Samstag ist es angekommen. Ich denke jetzt, das ist eh alles nur Brei, der da drin ist. Sie hat es zwar in eine Kühltasche rein, aber das hält sich ja nicht. Das ist ja nichts. Und dann hat sie gesagt, da ist noch eine Suprema drin. Und insgesamt sind es nur 3 Pizzen. Also sind es ja von 4 Hensler Pizzen nur 2 Hensler Pizzen. Welche Sorten sind es aber? Die anderen 2 restlichen will sie nochmal extra in ein Paket schicken, beziehungsweise hat das schon losgeschickt. Deswegen wollen wir heute mal Pizza testen. Hensler Pizza per Post. 2 Sorten, also eine Sorte in diesem Video, eine Sorte im nächsten Video. Ich zeige aber trotzdem erstmal komplett, was in diesem Karton drin ist, obwohl wir nur eine davon machen und wie das eingepackt ist. Und wie gesagt, dieses Intro habt ihr dann zweimal. Ihr macht das auf, ihr habt hier eine La Familia, eine Familia-Tüte drin, eine Gefrierbeutel-Tüte. Und wenn wir die rausholen, haben wir jetzt, also für mich ist es so, wenn du eine gefrorene Pizza hast, packst du die in die Tüte, läufst 20 Minuten heim, packst die ins Gefrierfach, safe. Dass du das aber hier 2 Tage dann durch ganz Deutschland schickst in dieser Tüte, das ist, glaube ich, nicht dafür vorgesehen oder dafür geeignet. Hier ist jetzt eine Suprema Pizza drin. Was für ein Zufall. Diese Pizza habe ich letztens bei mir gesehen und getestet. Also, das ist gut gemeint. Aber ich wollte die 4 Hensler Pizzen. Trotzdem danke für diese Gratis-Pizza, die es jetzt hier noch ist. Denn die fand ich gut. Die hat mir gut geschmeckt. Ich hätte sie mir trotzdem nicht nochmal geholt. Aber so gratis nehme ich die natürlich nochmal mit. So, wir haben jetzt hier eine grüne Hensler Pizza drin. Es ist halt wirklich Hensler. Und hier eine orange Hensler Pizza. Dann gibt es noch gelb. Dann gibt es noch lila. Aber die kommen im nächsten Paket. Und das war jetzt das Intro. Danke an Bierschanga für diese crazy Aktion. Auch wenn das jetzt alles aufgetaut ist, ich direkt jetzt beide machen muss, teste ich die in Einzelvideos, schneide das ran. Und es hat zum Glück noch geklappt, dass das jetzt am Samstag gekommen ist. Von Donnerstag bis Samstag unterwegs. Am Freitag hat sie aber das nächste Paket geschickt mit den 2 restlichen. Das wird wohl dann erst am Montag ankommen. Aber egal, es sind keine 30 Grad, sagt sie, das geht schon. Und den Dünnschiss habe ja eh ich. Jetzt aber der eigentliche Test. So, da ich im ersten Paket natürlich nur die rote, die Jawolo drin hatte, und die grüne, fangen wir ganz normal und chillig mit der grünen Hensler Pizza an. Ich habe gesehen, Holle hat wohl auch letztens Tiefkühlpizza getestet und da war bei ihm Hensler auf Platz 1 vor allen anderen Tiefkühlpizzen, die es gibt. Wie finde ich das Design? Ich finde den Karton eigentlich hässlich, muss ich sagen. Gefällt mir gar nicht, sieht so halt nach nichts aus. Sieht halt auch nicht aus wie Pizza. Ich möchte, dass einmal eine Pizza drauf abgebildet ist, dass man ungefähr weiß, wie die aussehen soll. Das finde ich stark, das ist einfach nur buntes Gefaxe bzw. grünes Gefaxe, Labyrinth. Aber es fällt auf. Wenn du durchläufst, es fällt auf, diese Neonfarbe. Also es hat er richtig gut gemacht. Ich habe meine Meinung direkt geändert. Was steht hier am Rand? Hier steht Bella Verdure. Hier steht Have a Slice Day. Wie Mick Foley, Have a Nice Day, aber Have a Slice Day. Und nochmal Bella Verdure, Henslers Pizza. Hinten drauf seht ihr auch Hensler hier. Steffen, so heißt er. Steffen Hensler. Ihr seht, der Karton ist komplett durchgeweicht, alles nass und faulig und riecht nach vergammelter Pappe. Hier das Stück, das ist gut. Das ist noch hell. Das ist noch nicht so nass. Der Rest ist nass und durchgeweicht. Iconic Taste, Crunchy Time, knackiges Ofengemüse mit frischem Pesto, verfeinert mit Steffens Gewürz, Boden mit Liebe von Hand geformt, 48 Stunden Teigreifung mit echten Mozzarella, Riesengeschmack mit fast 30 cm Größe, fertig in nur 6 bis 8 Minuten. So, der Adi hat jetzt die andere Packung gefunden und irgendwie hat er sich gerade an dem Karton gerieben und draufgelegt. Jetzt leckt er den Karton ab, aber egal, es geht um die grüne
Edition. Guckt euch nochmal an, Steffen Hensler. Das hätte ich gerne hier vorne gehabt. Er steht hier, freut sich und hier daneben riesengroß die Pizza abgebildet. Fertig. Das wäre doch cool. So hast du es auf der Rückseite und weißt gar nicht, was los ist. Das ist also die Sorte Bella Verdure. Beste Steinofenpizza belegt mit Schmand, Mozzarella, Blumenkohl, Tomatenwürfeln und Petersilien. Pesto, probably the fastest pizza, super crunchy and delicious. Also das ist eher so die Gemüserichtung, grün für Gemüse, das passt auch von der Farbe her. Dann holen wir es mal raus. So, das ist die Pizza, jetzt drehen wir sie noch um. So sieht die aus. Seht ihr den Blumenkohl? Das ist das Weiße da drin. Adi, lass doch jetzt mal den Karton in Ruhe. Ich nehme jetzt auch mal hier das. Und dann versuche ich das auch irgendwie aufzumachen und dann sehe ich schon, das ist auch ein anderes Papier, ein anderer Beutel als bei anderen Pizzen. Sonst hast du da so eine blöde Folie, die du einfach abreißt und dann ist gut. Das ist eine dicke, mega glatte, hochwertige Hensler Folie. Also da ist der Preis schon angemessen. Ich weiß gar nicht, ich glaube 6 Euro hat eine Pizza gekostet, hat sie gesagt. Stimmt das? Ist das so heftig? Sie sieht auf jeden Fall sehr weiß aus. Und jetzt, wo ich weiß, dass da Schmand drauf ist... Schmand, eigentlich gefroren, aber jetzt 2 Tage unterwegs gewesen, jetzt hier da. Da ist wie gesagt Dünsche. Sieht aber interessant aus, ist wie gesagt eine Gemüsepizza, Pizza per Post. Da musst du auch Abstriche hinnehmen. Die packen wir jetzt erstmal in den Ofen, machen die warm, probieren die dann und schauen mal, ob Hensler wirklich die beste Pizza hat. So, die erste Pizza ist fertig und ich habe gerade mal überlegt, da stand ja hinten drauf, dass die nur 6 bis 8 Minuten braucht. Sowas habe ich auch noch nie erlebt. Deswegen bin ich nochmal zurück, während die im Ofen waren, und habe mir mal durchgelesen, wie man die eigentlich machen soll. Pizza aus der Verpackung nehmen, Folie entfernen und 20 Minuten bei Raumtemperatur auftauen lassen. Das mache ich sonst nie, brauchte ich diesmal aber auch nicht, die war ja eh schon weich. Unsere Empfehlung, Ofen bei 230 Grad, Umluft voll vorheizen. Umluft mache ich meistens auch nie, ist also auch falsch. Pizza ohne Backpapier auf dem Rost auf der mittleren Schiene in den Ofen schieben. Ich habe natürlich ein Blech mit Backpapier, habt die da drauf. Anschließend bei Umluft oder Ober-Unterhitze 6 bis 8 Minuten backen. Das ist das Einzige, was ich eingehalten habe. Ich habe die jetzt 5 Minuten drin gehabt. Außen der Boden, der Rand meine ich, der ist noch weich, aber irgendwie auch kross und knusprig und alles. Und in der Mitte hat alles geblubbert. Und ich habe gedacht, ach komm, das ist ja eh nur gerade Gemüse, was du aufwärmst im Ofen. Und dann wollte ich die rausnehmen und schieb die so. Und plötzlich ist sie in der Mitte einfach ein Loch drin. Beim auf den Teller schieben ist sie in der Mitte durchgerissen. Durchgerissen, weil die so einen extrem dünnen Boden hat. Oder weil sie einfach so weich und matschig war. Dass sie halt einfach zerrissen ist. Egal, ich habe die jetzt hier liegen. Es ist, wie gesagt, halt eine Gemüsepizza. Also ihr braucht da jetzt nichts Wuchtiges zu erwarten, obwohl natürlich da ja auch Pesto drauf ist. Und Pesto kann schon wuchtig sein und viel Geschmack mitbringen. Auch durch diverse Öle ist natürlich immer wieder Geschmacksträger, kann da was gezaubert werden. Jetzt habe ich auch mal hier 2 Teller für Sandra und Marie. Den möchte ich nämlich auch was abgeben. Den kann ich ja auch mal ein Stück geben, was nicht so kaputt aussieht. Jetzt haben wir es nämlich dann hier drauf. So. Aber warte mal. Ich muss es wieder zurückschieben. Ich habe noch gar keinen Thumbnail gemacht. So, matschen wir mal alles wieder zusammen. In der Mitte weiß man gar nicht, ist das jetzt Blumenkohl? Oder ist das Boden, weil alles sieht weiß und schmierig und klebrig aus. Ich muss es doch erstmal hier noch so reinhalten, dass man das sieht. Dass da die Hensler Pizza ist. So, jetzt kann ich den Teller wiederholen. Kann da schnell mal was drauf machen. Was hatte ich denn? Ich hatte ein gutes Stück. Das war, glaube ich, hier das am Rand. Das ist gut, aber sehr ölig. Und hier drüben haben wir eins. Das ist das Einzige, was auch noch gut aussieht. Aber das sieht aus, als wäre da gar nichts drauf. Wenn ich mir jetzt das andere angucke, ihr habt hier, das seht ihr deutlich, da ist der Blumenkohl, hier ist das Pesto, hier sind diese Tomatenpaprika oder was da alles noch so drauf ist. Also eine gute Kombination aus Grün, aus Weiß, aus Rot. Bei dem sieht es aus, als wäre da nichts drauf. Aber das, was ich jetzt hier noch drauf gelassen habe, sind die 2 Stückchen. Die sehen zwar brutal aus, aber hier ist ein Katzenhaar. Hier ist vorne einfach alles
alles weggefetzt. Das sieht jetzt nicht so cool aus. Und bei dem anderen fetzt es auch irgendwie. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Und genau nochmal, was da drauf ist. Schmand. Okay, deswegen leuchtet die so weiß. Mozzarella. Ja, schmeckt meistens auch nach nichts. Blumenkohl. Sandra liebt gern Blumenkohlauflauf, Tomatenwürfeln, Petersilienpesto. Ich denke mal, das Pesto wird den meisten Geschmack machen. Falten es mal zusammen, beißen mal rein. Der Blumenkohl ist noch ein bisschen bissig, aber das finde ich gerade gut. Der ist nicht matschig, also der ist schön zum Reinbeißen und Kauen. Mit dem Schmand dazu ist es auch sehr cremig. Jetzt habe ich noch kein Pesto gehabt. Das Pesto ist hier hinten irgendwo. Moment. Also in Richtung Pesto hat es jetzt ein bisschen minzig geschmeckt. Was ich nicht verstehe, ist ja keine Minze, ne? Ist ja Basilikum-Pesto. Das habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Aber irgendwie war es das dann auch. Ein ganz leicht minziger Geschmack, irgendwas Kräuterliches. Ja, aber irgendwie dachte ich, das kommt mehr. Das haut richtig rein. Das übernimmt den ganzen Geschmack von allem. Hat es nicht gemacht. Es bleibt im Hintergrund bedeckt. Aber der Blumenkohl mit dem Schmand, muss ich sagen, ist cool. Kenne ich so nicht. Die meisten Pizzen beim Dönermann, die sie mittlerweile immer mit Sauce Hollandaise verkaufen. Okay, bei einer gefrorenen Tiefkühlpizza. Adi Schatz, jetzt mach doch mal hier, der will ans Tabasco ran. Kenne ich das halt nicht so, deswegen. Ist interessant für Leute, die gern Gemüse, die gern Blumenkohl, die gern was Sahniges, die was Besonderes haben wollen. Saudünner, zarter Boden. Den Rand muss ich noch probieren. Rand finde ich jetzt wieder nicht so gut, wieder sehr trocken, schmeckt nach gar nichts. Kann aber auch sein, durch die falsche Zubereitung, durch den komischen Transport, dass es da ein bisschen im Ofen jetzt nicht so geworden ist, wie das werden sollte. Aber auch kein Rost benutzt. Aber auch keine Umluft benutzt. Deswegen, ich beiß hier nochmal rein. Ist halt trotzdem, so ein Stück ist halt nicht viel. Also wenn ich mir das jetzt angucke, dass dieses Stück und das hier ist alles Rand. Also so viel Pizza übrig, was eigentlich gar nichts ist. Und das ist ein ganzes Viertel schon. Also wenn die wirklich 6 Euro kostet, muss ich sagen, ist okay, wenn man die einmal probiert, würde ich aber dann nicht nochmal kaufen, weil es mir zu besonders, zu edel ist, dann auch ein bisschen zu ölig so und mit zu viel Rand und zu weich, da werde ich dann nicht satt, vor allem wenn ich nur das Innere esse und den Rand übrig lasse. Wir nehmen uns jetzt aber nochmal unser Tabasco her und es darf nicht fehlen, Tabasco-Test muss gemacht werden. Auf dem anderen Stück, was hier liegt, was komplett zerfallen ist, das, wenn man jetzt mal zusammenrollen, da mal Tabasco ranpacken, dann mal mit Tabasco probieren, wie sich das kombiniert. So. Also das Tabasco passt dazu, wie immer, Tabasco kannst du immer zu Pizza essen oder ich immer zu jeder, egal welche Sorte. Aber ja, mein Fazit stand ja schon, durchs Tabasco ist es jetzt natürlich nochmal ein bisschen würziger. Mit dem Rand ändert sich trotzdem nichts. Beim letzten Mal habe ich dann, als ich in die Mitte gebissen habe, direkt danach in den Rand gebissen, dass das zusammengeführt wird und das dann besser war. Aber hier, ich merke trotzdem deutlich den Rand raus, dass er das Ganze dann etwas trockener macht und den Geschmack wegnehmen. Also mein Rand, mein Teig an sich ist es nicht. Unten ist es mir zu dünn und am Rand ist es mir dann zu viel und zu dick. So. Kennt ihr die Hänsler-Pizza? Danke nochmal an den Bierschanker. Ich muss die zweite noch machen. Das aber in einem Extra-Video. Den Rest verfüttere ich jetzt mal an die Mädels. Und dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und ich bin gespannt, denn die nächste ist Diavolo. Das ist ja genau mein Ding. Und wenn die schon besonders so ganz gut ist, von den Belegen und vom Geschmack, wie würde Diavolo abschneiden? Und was sind noch für zwei Sorten da, die demnächst im Paket kommen? Peace out, Vorhaut, euer Ramses.